Ich sage immer, die Arbeit des Regisseurs, der Regisseurin beginnt bei der Besetzung. In dem Moment, wo man einen Film besetzt, beziehungsweise sich mit den Schauspielern verbindet, wenn man das richtig macht, dann kann einem eigentlich nichts passieren. Bei dem Tatort war es so, dass die Fernsehspielchefin vom SWR, Martina Zöllner, zu der Zeit die Idee hatte für den letzten Tatort von Eva Mattes, die großen Fassbinder-Diven wieder zusammen vor die Kamera zu bringen. Also Hanna Schigula, Margit Carstensen und Irm Hermann und Eva, die eben schon mal ganz die Clara Blum spielt, richtig. Eva Mattes. Genau, und das war, sollte eben der letzte Tatort für Eva werden. Und dann sprach sie mich an und fragte, ob mir dazu nicht was einfällt. Und da ist dann die Herausforderung, also ich weiß nicht, den etwas Älteren unter euch, unter Ihnen ist bekannt, wer die sind. Ich weiß nicht, ob ihr das auch wisst. Hanna Schigula ist die große Fassbinder-Diva, Margit Carstensen ebenso, Irm Hermann unlängst gestorben, auch große, große Stars. Wie kriegt man die zusammen? Ja, und wie findet man einen Stoff, wo das nicht komisch wirkt? Ja, also wie kriegt man jemanden wie Hanna Schigula überhaupt wieder in so ein Medium? Und da war klar, dass man was Abgehobenes, was Verrücktes, was Schräges finden muss. Also im Grunde genommen war da der Ansatz, wie finden wir eine Geschichte, die ihnen steht. Ja, und dann war eben meine Grundidee, drei alte Frauen sagen, jetzt reicht's, und fangen an, Männer umzubringen, die sich schuldig an der Gesellschaft gemacht haben. Aber sie wollen nicht nur, dass die Männer sterben, sondern sie wollen, dass sie leiden und am Ende ein Einsehen haben. Und um das dann spielerisch zu abstrahieren und zu erhöhen, das war eigentlich, ich sag's mal in dem Fall, die Recherchearbeit. Extra für die dann auch geschrieben, also die eine Geschichte ausgedacht, die auch so ein bisschen skurril innerhalb des Tatorts eigentlich ist, dass diese drei Frauen, das hat ja so ein bisschen was von den Hexen von Macbeth oder so, ja, die da so sitzen und so ihr Süppchen kochen. Und das war die Idee, genau. Wie war denn die Arbeit jetzt mit Hanna Schigula zum Beispiel oder ihrem Hermann? Die sind ja auch sehr unterschiedlich, ja. Es ist, Hanna ist eine ganz beeindruckende Persönlichkeit. Hanna Schigula ist eine Diva im besten Sinne. Die ist eine Frau, die die Geschichte gelebt hat. Das ist was vollkommen anderes als eine Vollblutschauspielerin wie Eva Mattes. Ja, Eva ist einfach ein Schauspielertier, die von Theater über, die ist ja schon ganz jung, ich glaube, es war von Verhoeven, da hat sie mit 16, glaube ich, zum ersten Mal sehr erfolgreich gespielt und ist im besten Sinne eine, die alles spielerisch umsetzt. Und Hanna ist die kommt dann aus Paris geflogen mit ihrer eigenen Maskenbildnerin und ist so eine wie so ein Wasserwesen, ganz seltsam. Und die kann man auch nicht inszenieren wie eine Schauspielerin. Irm, Gott hab sie selig, ist wie ein kleiner Junge. Also Irm ist immer, oder ein kleines Mädchen, eigentlich ein kleiner Junge, der immer das Gefühl hat, zu kurz zu kommen. Also wir hatten ganz lustige Situationen, wo Irm sich empört hat, dass sie bügeln muss und der Meinung war, dass Hanna nie bügeln muss und sie muss immer bügeln. Woraufhin Hanna dann sagte, na gut, dann bügel ich. Woraufhin Irm kurz überlegte und sagte, nee, dann bügel ich doch. Also das heißt, wir hatten also Situationen am Set, wo man das Gefühl hatte, also sie seien gerade aus so einer Fassbinder-Dynamik da reingefallen. Und dann diese unfassbar, die ich ja zutiefst bewundere, Margit Carstensen, die ganz filigran und gleichzeitig aber in einer dunklen Kraft da das Set beherrscht hat. Man muss wahnsinnig aufpassen, weil die immer irgendwas im Schilde führen. Und wenn man nicht genau aufpasst, die einem auch die kleinen Figuren vollkommen fertig machen. Man muss dann gucken, dass die dann nicht untergehen, wenn dann die Stars ans Set kommen und es wird überall Krieg, immer unten runter und hinten rum und so. Man muss das alles und dann ins auf die Leinwand. Und mir macht sowas total Spaß. Also ich finde das großartig. Aber wenn du das so schilderst, wie die Schauspielerinnen untereinander waren, dann ist das ja genauso, wie die in der WG auch miteinander leben. Richtig. Also das ist ja eigentlich dokumentarisch, ja. Und dieser Satz, please don't act, der kommt ja nicht von mir. Aber es ist das Entscheidende, wenn man ist, dann ist das immer auch in gewisser Hinsicht dokumentarisch. Ja, und das hat aber was mit Vertrauen zu tun. Je größer, berühmter die Schauspieler sind, desto genauer merken sie, ob sie einem vertrauen können oder nicht. Und wenn sie es können, dann geben sie einem ganz viel.
Und dann ist das wirklich so, dass man einmal kurz vom Stuhl fällt. Also meine Schauspieler lachen oft über mich, weil ich das immer mitatme. Ich sitze dann immer vor dem Monitor und bewege mich und atme das so mit und bin immer vollkommen dran an diesem Spiel. Und dann entstehen aber auch tolle Sachen. Ja? Und ich muss wirklich sagen, ich liebe, ich verehre Schauspieler. Das ist meine große Freude. Ich bin aber auch streng. Bei Tatort-Filmen aus den Jahren 2011 bis 2018. In diesem Zeitraum war die Zahl der Regisseurinnen mit 18,9 im Jahr 2013 die höchste. Hinter der Kamera und für den Ton war bei den Tatort-Krimis im Jahr 2018 nicht eine Frau beschäftigt. Ist das etwas, das du in deiner Arbeit sowohl als Autorin als auch als Regisseurin erlebst? Ja, natürlich. Du willst jetzt wissen, wie. Wie denkst du, woran denkst du, liegt das? Traut man Frauen nicht zu, Crime zu inszenieren oder zu schreiben? Also mich hat meine Redakteurin angerufen, nachdem sie mitbekommen hat, dass ich mich darüber auch beschwert habe, dass sie sagt, Frauen können nicht Regie führen. Und dann hat sie mich angerufen und mir erklärt, warum Frauen nicht keine Krimis Regie führen können. Eine der großen Redakteurinnen des deutschen Fernsehens. Und das dir, obwohl du Filme über Täterinnen gemacht, ja, über Mörderinnen gemacht hast, ja, oder Täterinnen gemacht. Ja. Ich würde mal sagen, die Herausforderung für Frauen in machtvollen Positionen, und Regie ist vollkommen klar, ist eine machtvolle Position. Also wir verwalten ein Budget und am Ende tun wir das als Regisseurinnen und Regisseure bei einem durchschnittlich zwischen 1,2 und 1,8 Millionen Euro. Das ist viel Geld. Und die zentrale Position haben wir in dem Moment. In dem Moment, wo das Schiff losgefahren ist, die erste Klappe gefallen ist, obliegt es der Regie. Die kann das Ding an die Wand fahren oder sie kann es erfolgreich nach Hause bringen. Und im High-Budget-Bereich wird es natürlich noch dünner. Ja, je höher die Finanzierungskosten, desto weniger Frauen. Aber das betrifft auch, das muss man auch sagen, Kollegen, die älter sind. Ja, also je älter man wird, desto schlechter sind die Karten. Oder es betrifft Leute, die aus einem anderen Kulturkreis, der jetzt vielleicht nicht die Türkei ist, wo man das Gefühl hat, da ist dann doch erzählerisch was los in Deutschland. Aber alles, was nicht männlich 30 weiß ist, hat es schwer. Was braucht man, um so lange durchzuhalten? Na, da gibst du das Stichwort, weil das war... letztes Jahr, glaube ich, weiß gar nicht was, letztes Jahr hat Margarete von Trotter den Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie bekommen. Und dann hat sie gesagt, es geht nicht ums Gewinnen, Leute, durchhalten ist alles. Und es stimmt. Also ich glaube, also wenn ich mich heute anschaue, würde ich sagen, es gab lange Phasen, die wahnsinnig hart waren. Und wo ich selber auch dachte, wie soll ich das, wie, ne, jetzt muss ich einfach nur durchhalten, wo alles dagegen sprach. Und warum ich das mache, weiß ich nicht, aber ich glaube, am Ende ist es das, dass man einfach nicht aufgibt und dranbleibt und auch in Kauf nimmt, dass es Phasen gibt, wo man denkt, man weiß überhaupt nicht mehr, wie es weitergeht. Und dann wieder aufsteht und das geht für mich ist mein Traumberuf, Filme machen. Ich glaube, ich bin, so größenwahnsinnig, wie das klingen mag, ich glaube, ich bin eine ziemlich gute Regisseurin und ich will es unbedingt machen. Und das gibt mir die Kraft, da dann auch in den dunklen Zeiten einfach dran zu bleiben.